Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Motorradreise TV, eurem Motorradreisemagazin im Internet. Ich bin Stefan und bevor es losgeht, erstmal ein kurzer Blick aufs Wetter. Hier liegt überall Schnee. Mir ist kalt. Darf ich jetzt wieder rein? Da sich die Motorradsaison 2013 in Deutschland nur sehr, sehr langsam aus dem Winterschlaf pellt, haben wir uns für euch einmal auf der Motorräder 2013 in Dortmund nach ein paar Highlights für die kommende Saison umgeschaut. Bereits in der letzten Folge haben wir über Lothar Baltrusch berichtet, der gemeinsam mit Andreas Hülsmann in diesem Jahr ein Projekt von World Vision unterstützt. Über 15.000 Euro in bar, so viel Geld passt in einen Motorradhelm und genau der wurde auf der Messe an World Vision übergeben. Jetzt geht's los, viel Spaß! Zu der Riesensumme, die du zusammenbekommen hast. Ja, wie sieht's aus? Was kommt jetzt? Ich meine, den ersten Erfolg konntest du jetzt feiern. Ja, du spekulierst jetzt nicht darauf, dass wir jetzt ein Trinken und Essen gehen von der Kohle. Die gehört mir ja auch nicht mehr. Das Geld ist weg, weil München hat es gekriegt. Proschert hat es gerade überreicht. Und jetzt mal einen fetten Applaus. Proschert Madani. Und ihr kennt sie alle. Proschert, danke, dass du gekommen bist. Ja, nur ganz kurz. Lothar hat es ja schon gesagt, hat mich vor ein paar Tagen angeschrieben über Facebook, ob ich das machen würde. Und ich habe, also ohne nur eine Sekunde zu überlegen, zugesagt, weil ich diese Aktion toll finde, die er macht. Zu Menschen wie Lothar haben einfach meine größte Hochachtung, weil sie eben nicht nur reden, sondern auch tun und ihr Geld, Zeit und Energie investieren, um dort zu helfen, wo Hilfe notwendig ist und eine Verantwortung übernehmen und auch einen Unterschied machen in der Welt zu etwas Gutem. Und das inspiriert mich und ich hoffe, das inspiriert auch andere Menschen. Und du bist ein Vorbild, Lothar. Also ich kann nur sagen, danke und ich fühle mich sehr geehrt, dass ich das unterstützen darf. Danke. So, und jetzt kommt der Moment, ich weiß, er hier vorne, der ist total, ich habe doch keine Zeit. Gib jetzt die Kohle raus, ich muss weg. Jetzt machen wir das mit dem Geld. Wie machen wir das denn am besten? Erstmal der Dirk von World Vision. Er ist der Mann, das Gesicht müsst ihr euch merken, der hat nachher viel Kohle in der Tasche. Viel Kohle in der Tasche. Proschert kriegt jetzt genau den Helm. Ja, das musst du umdrehen, da ist das Bezaubernde noch an der Seite. So, und das sind 15.550 Euro von Menschen, die gesagt haben, diese Geschichte ist wichtig. Ich gebe 1 Euro, 5 Euro, 100 Euro, 500, es waren sogar 1000 dabei. Und hier geht das Geld jetzt aus den Händen von Proschert rüber zu World Vision und ihr werdet das weiterschicken nach Vietnam. Ja, was steht jetzt an? Jetzt stehen ein paar Tage Messe hier an, da kommen dann Leute so wie du und auch Leute, die keine Kamera in der Hand haben und dann Fragen stellen und denen werde ich dann ganz viel beantworten. Impfen steht an, der Impfplan, ich habe ihn gesehen, da stehen Worte drauf, dass es Buchstaben gibt, die man so aussprechen kann, hintereinander, wie an ein Wort, kann ich nicht glauben. Da muss ich durch, das wird auch noch heftig. Was muss ich noch machen? Lieb zu meiner Frau. Ja, das glaube ich in erster Linie. Weil sie erlaubt es mir nach wie vor. Ja, und es gibt dann noch so ein, zwei Veranstaltungen, wo wir eingeladen wurden, Andreas und ich, wo wir dann mal über Stock und Stein fahren dürfen. Bin ja auch mal gespannt. Hoffentlich regnet es nicht, hoffentlich haben wir so 22 Grad, kühles Bier. Das fände ich dann gut, aber es kommt mit Sicherheit ganz anders. Aber wir freuen uns drauf. Und am 14. Mai geht's los, bei mir vor der Haustür. Wir sind auf der Motorräder 2013 hier in Dortmund. Eine Riesenmesse, volles Programm, volles Haus, heute am Samstag. Die neue BMW R1200 GS gehört sicherlich zum Saisonstart 2013 zu den am heißesten diskutierten Motorrädern. Das wohl umfangreichste Zubehör für den neuen Wasserboxer findet ihr im Hause Touratec. Herbert Schwarz, Gründer und Vorstand der Touratec AG, hatte bereits ausgiebig die Möglichkeit, die neue Maschine zu testen und gibt uns jetzt einen kleinen Überblick.
Wir sind auf der Motorräder in Dortmund, gerade am Stand von Touratec. Neben mir steht der Herbert und der erzählt uns ein bisschen was über die Neuheiten für das Jahr 2013. Vielen Dank. Also an Neuheiten haben wir natürlich erstmal alles, was für die neue 1200 GS von BMW gebraucht wird. Also von Tankrucksäcken, Taschen, Sturzbügeln, Zusatzscheinwerfern, Koffersystem. Eigentlich alles, was wir bisher schon in unserem Programm hatten. Zusätzlich als Hauptneuigkeit für 2013 ist unser neues CEGA Pro 2 Koffersystem, was einfach durch eine ganz neue, innovative Art, ja, ich sag schon begeistert, Koffer pistenfest an einen Träger zu machen, ohne dass man groß von innen noch schrauben muss, ohne dass man da sehr viel Handling hat. Also es macht es viel leichter, wenn man abends irgendwo zeltet, übernachtet, den Koffer mit einem Handgriff wegzumachen, sich draufzusetzen, es als Stuhl zu verwenden. Die neue 1200 GS hast du ja auch schon getestet, ausgiebig in Madagaskar. Wie sind da deine ersten Eindrücke gewesen? Ja, ich war insgesamt einen Monat in Madagaskar, habe dort 4000 Kilometer Zeit gehabt, das Motorrad auf Herz und Nieren zu prüfen. Für mich ist es einfach eine ganz neue Dimension von GS. Es fährt sich so viel leichter als die bisherige. Man hat das Gefühl, das Motorrad ist einen Zentner leichter. Auf der Waage ist es das nicht. Aber es fährt sich in allen Belangen, also von der Bremse, vom Fahrwerk, vom Motor her, wesentlich agiler, lebendiger, ja, besser als die bisherige. Ihr habt ja auch speziell für die GS neues Zubehör entwickelt. Was sind da so die hauptsächlichen Features? Womit sollte man für die Reise die GS ausstatten bei euch? Ja, unsere Stärke ist wie bisher natürlich unser Koffersystem, sind Sturzbügel, die auch später noch um einen Verkleidungsschutzbügel ergänzt werden. Ein stabiler Motorschutz, das sind so die Sachen, die man für die Reise wirklich braucht. Für den Alltag natürlich LED-Zusatzscheinwerfer, die die Sichtbarkeit des Motorrads nochmal verbessern. Dann noch Handprotektoren, andere Spiegel. Also es gibt, ich weiß nicht, allein 200 neue Teile nur für dieses neue Motorradmodell. Ja, auf jeden Fall ein richtig umfangreiches Zubehörpaket. Was erwartet denn die Leute im Motorradreisebereich, die sich dafür interessieren, im Jahr 2013 noch bei euch? Habt ihr wieder spezielle Events für die Motorradfahrer? Ja, wir haben Mitte Juni, das geht am 14. Juni los in Niedereschach, unser jährliches Travel-Event, wo wir über die Tage wieder über 10.000 Besucher erwarten. Das ist ein Event, wo einfach mal unsere Produktion angeschaut werden kann, wo Vorträge gehalten werden über Reisen in exotische Länder. Genauso gibt es Ausfahrten in den Schwarzwald, eine wirklich tolle Gegend. Es gibt die Möglichkeit, Plätze der BMW Motorrad GS Trophy 2013 zu besuchen, auch mal Ausflüge ins Gelände bei uns zu machen. Ja, es gibt ein riesengroßes Programm, sodass man diese 3 Tage sicherlich keine Langeweile verspüren wird. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Wir freuen uns auf jeden Fall auf weitere Highlights im Jahr 2013 und werden für euch auch mit auf dem Event in Niederelschach dabei sein. Wir haben den wohl ziemlich schnellsten Motorradreisenden der Welt getroffen, den Nick Sanders. Und Nick Sanders wird uns jetzt am Stand von Touratec ein bisschen was über seine Reisen erzählen. Well, I've motorcycled around the world 8 times. And I hold the record for going around the world on a motorcycle in 19 days. Last year I went the length of the Americas from Ushuaia in Tierra del Fuego up to Alaska 3 times. And we did this, the Unglaublich Fahrt. And I'm now on the Touratec stand in Dortmund to promote the book and of course to represent my sponsors, which is Touratec. I earn a living from going around the world. I've been doing it for the last 30 years. I write books, I make films, which are presently being screened on Motors TV. I also do motorcycle tours. I'm taking a group of riders to the States this coming summer. And also in May 2014, I'm taking 15 riders from the UK to Mongolia and back. Okay, so the tour to Mongolia with 15 bikers. Which route will you take and how long will it take to get there to Mongolia and back? Well, I'll go down obviously through Europe. And probably go through Tajikistan, Uzbekistan, Tajikistan, and then into Russia, then into Mongolia, to Ulaanbaatar,
then come back out of Mongolia and into Russia again, and then come home all the way across Russia, back to Moscow, and then back across Europe. And it'll take 6 weeks, and yeah, there and back in May, June, you know, the beginning of the summer. Not too hot, definitely not too cold. And how many kilometers or miles will you cover on this trip? I think it's about 15,000 kilometers. So I don't know how many miles or kilometers we're doing each day, maybe 400 kilometers a day. Some of it in hotels in Europe, but when we're outside of Europe, obviously it's going to be camping. And it's just basically anybody can do it if they want to ride with me. It's just a question of doing the big adventure of your life. And I know there's a big adventure in every motorcyclist. Yeah, and you're also doing an off-road training center in Wales, I heard. Well, it's an expedition center where riders from anywhere in the world or anywhere in Europe, probably mostly people in the UK, will come to me, but Germans are very welcome, of course, you know, and ride to my center. They'll stay in my Mongolian yurts. You know, you stay in camping accommodation, but very, very, very luxurious camping accommodation, beautiful food. And then I'll teach riders who come to me how to adventure, you know, how to get into the right frame of mind, you know, the head. Why I can persuade you, increase your confidence if you like. Yes, of course, I can teach you how to pack, what kind of luggage, what kind of clothes to take, how to go, where to go, how to maintain your bike. Yeah, for sure. But there's another level, which is, you know, when somebody says to me, I would like to go, but I don't think I can. And my job would be to say, well, I can teach you how to think you can. Okay, well, that sounds very interesting. Can you tell us where can we find more information about all your stuff you're doing, about the tours you're doing, about your expedition center? Do you have any website where we can have a look at? Yes, go on to www.nicksanders.com and you'll find me. All right, thank you very much and have a great time here in Dortmund at the Motorräder. Thank you, danke schön. Motorradreisen müssen nicht immer in die entlegensten Ecken dieser Erde führen. Und wer sich nicht gerade zur Lebensaufgabe gemacht hat, die Krisengebiete dieser Welt zu bereisen, für den sind geführte Motorradtouren sicherlich eine gute Alternative. Wir haben Jürgen Grieschert von Modtouren nach den Highlights für die kommende Saison gefragt. Ja, wir wollen wissen, was es 2013 an Touren-Highlights im Programm gibt. Und dafür sind wir hier am Stand mit dem Jürgen Grieschert. Hallo Jürgen, erzähl uns mal ein bisschen was über euer Programm für die kommende Saison. Ja, sehr gerne. Also wir haben ein großes Mix aus Reisen innerhalb Deutschlands bis hin nach Russland, nach Südfrankreich und nach Spanien. Die erste größere Tour, die wir jetzt machen werden, die ist seit ein paar Jahren hervorragend angelaufen. Das ist meine sogenannte Industrietour. Wir sind bei BMW in Berlin, gucken uns an, wie BMW-Motorräder gebaut werden. Wir sind dann anschließend bei Schubert und gucken mal, wie Helme produziert werden. Und das war übrigens eine Erfahrung, die alle, die beim letzten Mal mit waren, gemacht haben, dass sie wissen, warum auch ein Helm eigentlich nicht 50 Euro kosten kann, sondern mehr teurer sein muss. Und dann fahren wir anschließend noch zu Reifen Heidenau und gucken mal an, wie Reifen gebacken werden. Ansonsten ist wieder ganz viel aus dem Osten im Programm. Masuren fahre ich jetzt im Mai, das 55. Mal, da sagen die Kilometersteine schon Jürgen zu mir. Wie ich überhaupt ganz viele interessante Sachen in Polen habe, in diesem Jahr wieder. Und wir sind dann weiter im Baltikum, in Russland. Russisch-Karelen ist so eine dieser Highlights. Eine Gegend, die bei uns sehr wenig bekannt ist. Also alles, was nördlich von St. Petersburg ist, Richtung Murmansk hoch und auf finnischer Seite zurück. Aber nur mal so ein Beispiel. Das ist dann bei uns ganz gut zu finden in unserem Programm. Und vielleicht, was von Interesse sein kann, für alle, die den Lewis-Katalog haben, da ist ein Tourenspezial dazu rausgekommen. Und in diesem Jahr habe ich dafür extra eine Tour fürs Baltikum zusammengestellt, weil das einfach mal ganz interessant ist. Du knickst die Seite ab. Aber einmal die ganzen Highlights von Zentralpolen, von den baltischen Staaten, mit den Hauptstädten natürlich, aber viel mehr und was für mich immer wichtiger ist, Begegnung mit Land und Leuten. Wir sind nicht nur ostlastig, wir sind eigentlich themenlastig. Das bedeutet, wir haben immer einen Gedanken, der dem wir folgen und sind in diesem Jahr unter anderem Ende Mai in Südfrankreich, um nach Saint-Marie-de-la-Mer zu fahren, weil dort
Ende Mai die Zigeuner ihre schwarze Sarah zum Meer tragen. Eines der großen Ereignisse, von denen ich immer sage, es gehört zu den 1000, die man gesehen haben muss, bevor man seinen Löffel abgibt. Den Abschluss wird dann dieses Jahr wieder mal eine Fahrt in die Pyrenäen, durch die Pyrenäen und auf dem Jakobsweg nach Santiago Compostela rein. Wer Reiseaction im Offroad-Bereich mit seiner Großenduro sucht, der ist hier genau richtig. Wir sind am Stand von den Veranstaltern vom Hönne-Trail und der Wuppenduro. Hier werden wir gleich ein bisschen was erfahren zum Programm für 2013 und was ihr mit euren Reise-Enduros auf den entsprechenden Veranstaltungen so alles anfangen könnt. Ja, ich bin der Carsten vom Team Hönne-Trail und wir machen das im Hönnetal für Reise-Enduros. Mein Name ist Martin Lietz und die Homepage www.wuppenduro.de. Was kann man bei euch mit den Reise-Enduros machen? Ich habe schon gesehen, ihr habt ja ein sehr umfangreiches Programm, was ihr hier auch ausstellt. Was genau kann man zum Beispiel jetzt kurz gesagt auf dem Hönne-Trail bei euch erleben? Ja, bei uns gibt es einmal sehr familiäres Fahren im Gelände. Es ist für Anfänger gedacht, also es wird nicht sehr schnell gefahren, sondern dass die Leute Sicherheit bekommen im Gelände. Wir werden abends einen Dia-Vortrag in der Reckenhöhle haben von Thomas Huf, einen Vortrag über eine Reise nach China und zurück. Und danach wird es Lagerfeuerromantik geben. Ja, und am nächsten Tag geht es weiter wieder ins Gelände zum Fahren. Wann wird das Ganze stattfinden? Wir werden das machen am 22. und 23. März diesen Jahres. Okay, also für alle, die kurz entschlossen vielleicht auch sich nochmal für den Vortrag interessieren, wo findet man denn Infos zu eurer Veranstaltung? Wir haben alle Infos auf unserer Internetseite www.hönnetrail.de. Wunderbar, das werden wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Du machst das Ganze schon eine Weile länger. Erzähl mal, wie ist es eigentlich dazu gekommen und was hast du so im Programm? Ja, ich bin beruflich bei der Stadt Wuppertal angestellt, für Gewerbeflächenentwicklung zuständig. Deswegen hatte ich einen sehr, sehr guten Draht zu den Grundstücken. Und wusste, was in den nächsten Jahren Gewerbegrundstück wird, was vielleicht befahrbar sein würde. Habe dann einen kleinen Zeitungsartikel 2004 geschaltet und habe gesagt, am Treffpunkt einfach, wir fahren los. Anzeige war 3x4 cm in der Tageszeitung, 26 Leute sind gekommen. Zu meiner Überraschung, jetzt im 10. Jahr sind 850 Leute im E-Mail-Verteiler. 220 kann ich nur zulassen, aus Platz- und Logistikgründen, auch aus versicherungstechnischen Gründen. Deswegen gibt es bei mir im Juni die Anmeldungen. Die Formate gleichen sich sehr. Wenn eine Woche später die Leute sich anmelden können mit den PDF-Dokumenten, dauert es ungefähr 20 Minuten und die Veranstaltung ist ausgebucht. Dann gibt es noch eine Mail und bei mir ist die immer im September, zweite Septemberwoche. Auch da, weil sich die Formate gleichen, das Hönne-Trail, Carsten ist schon ewig Teilnehmer beim Wuppenduro. Ich freue mich sehr, dass er das Gleiche im Sauerland tut. Gibt es dann abends einen Vortrag, zweitägige Veranstaltung. Bei mir leider keine Tropfsteinhöhle, nicht so schön, aber dafür 300 Mann Hörsaal, wo viele Leute reinpassen. Und entsprechende Größen mit Joe Pichler und Dirk Schäfer waren auch schon da. Und das ehrt natürlich auch eine Veranstaltung. Für wen ist das Ganze ausgerichtet? Also was sollte ich, wenn ich daran teilnehmen müsste, für ein Motorrad mitbringen? Also es war früher so, dass wir alle Enduros angesprochen haben. Aufgrund des großen Verteilerkreises ist es jetzt so, dass wir ausschließlich große Reise-Enduros ansprechen. Das heißt, der Carsten und ich gehen so vor, dass wir das staffeln, wenn Anmeldungen eingehen. Zuerst werden die Reise-Enduros genommen und dann geht es in der Gewichtsklasse immer weiter runter. Und zurzeit ist die Grenze so bei der TT 600, die früher auch mal Sport-Enduro war. Aber das ist das Leichteste, was wir zulassen. Also wenn sich jemand mit EXC 450, DRZ 400Z, wenn wir diese Bezeichnungen lesen bei der Anmeldung, dann rufen wir die an, sagen, tut uns leid, für euch gibt es andere Formate. Das ist nicht für euch geeignet. Neben dem Fahren im Gelände macht ihr auch so eine Art Training. Das heißt, wenn ich mich beispielsweise auf eine Reise vorbereiten möchte, war mit der Kiste noch nicht im Gelände, möchte ein bisschen besser kennenlernen, habt ihr auch gezielt die Möglichkeit, den Leuten ein paar Tipps und Tricks beizubringen? Also bei mir ist es so, dass die 6 Tourguides, die die Gruppen begleiten, das sind Gruppen 30 bis 35 Mann stark, dass die auch alle Wettbewerbserfahrungen haben, lange im Gelände schon unterwegs sind und dass die dann entsprechend auch bei Fragen zur Verfügung stehen und die Leute wirklich einzeln in den Sektionen betreuen und ihnen erklären, wie man bestimmte Schwierigkeiten
locker meistert und entsprechend Spaß am Endurofahren bekommt. Was mir absolut wichtig ist, ist, dass beide Veranstaltungen zu 100% gespendet werden, zu karitativen Einrichtungen jeweils in der Region. Bei mir Kinderhaus Luise Winnacker, bei ihm andere Formate jedes Jahr abweichend. Und das ist wichtig, was man auch auf der Homepage sieht, wo die Einnahmen entsprechend verwendet werden. Bei mir letztes Jahr 14.443 und ich hoffe, dieses Jahr die 15.000 als Spendensumme zu knacken. Deswegen sind wir auch hier auf der Messe, um Sponsoren anzusprechen und Sponsoren zu danken. Jede Menge Biker, Bikes und Benzingespräche. Daran merkt man, dass der Startschuss für die Saison 2013 auch bei den Händlern gefallen ist. Hier im Yamaha-Zentrum Köln haben wir uns einmal zwei interessante Bikes, die XT660Z Teneré und ihre große Schwester, die XT1200Z Super Teneré, angesehen und die Gelegenheit zu einer kurzen Probefahrt genutzt. Einen ausführlichen Test werden wir euch in einer unserer nächsten Sendungen zeigen. Das war die 6. Folge von Motorradreise TV. Wir hoffen, euch hat's gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, alles Gute und stets gute Fahrt. Euer Stefan.